So, willkommen zurück zu Final Fantasy 13, Final Fantasy 7 Remake, lol. Und Barrett, wir sind hier gerade mitten in der Mission, wir wollen den nächsten Reaktor hochjagen, aber irgendwie läuft das nicht so alles nach Plan. Macht aber nichts. Der Weg wird schwerer bewacht, als ich gedacht habe. Scheint ein ganzes Nest hier zu sein. Werden wir wohl ausräuchern müssen. Das kriegen wir hin. Wir machen das hier ganz sneaky-beaky-like. Wir gehen hier so ganz vorsichtig durch. Da sind sie! Ansturm! Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So. Trotz allem werde ich einmal eine Analyse auf den Raketenwerfer starten. So. Damit haben wir... Das war nämlich klar, dass das passiert. Magie... Blitz auf Raketenwerfer A. Und jetzt kümmern wir uns um euch Flammenwerfer B. So, hab ich. Der nächste. Ah, das ist cool. Barrett setzt automatisch Blitz ein. Smack. Da wollte mich einer gerade echt treten. Aber Moment. Magie. Feuer. Nee, das brauchen wir nicht. Wir nehmen das kleine Feuer. Smack. Das Tor ist verriegelt. Wir nehmen die Treppe. War ja klar, dass wir wieder eine Treppe steigen müssen. Immer sind es Treppen. Immer müssen wir Treppen steigen. Ich habe gehört, 7 Stockwerke kann ein Mensch normalerweise schleppen, bevor er anfängt zu heulen. Der Plan stammt von Bix, oder? Mit Beteiligung von mir. Dann sind wir besser vorsichtig. Was willst du damit sagen? So, wir kommen unserem Ziel aber anscheinend echt langsam immer näher. Gucken wir doch mal hier rein. Hallo! Ich dachte, dieser Abschnitt liegt still. Dachte ich auch. Süß, Musik. Ah, hier liegt noch eine Materia, die nehmen wir mit. Gewitter. Moment. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Gewitter nichts anderes ist als Blitz. Schauen wir doch nochmal. Glut behalten. Gewitter. Ja, ist wirklich nichts anderes. Aber wir haben unglaublich viele Waffenmodifikationen wieder eröffnet. Können wir doch mal noch ein bisschen aufwerten. Oh, die dritte mittlerweile schon. Hier haben wir alles voll. Schauen wir mal hier weiter. Okay, gibt es hier irgendwo nochmal einen Slot für... Nee. Bei niedrigen TP Limitaufladung plus 5%, das ist cool. Bei niedrigen TP Heilung plus 50%, das ist auch cool. Dann trotzdem bleiben wir erstmal hier. Das sind die ersten drei. So, magische Attacke plus 5 ist schon mal ganz nett. Bei hohen TP magische Attacke plus 5. Ja, wir nehmen einmal das. Und dann nochmal... Bei hohen TP physischer Schaden erhöht. Ja, das gefällt mir. Barrett kann sich, glaube ich, nochmal ein paar... war es Barrett, der so viele... Der so viele Magieslots hatte? Kleiner Moment. Irgendwas haben wir doch noch nicht hier. Maximum TP, stimmt, die haben wir noch nicht. Die kosten 4. Achso, habe ich schon freigeschaltet? Habe ich... Den habe ich noch nicht. Magische Attacke plus 4. Super. Und hier ist, glaube ich, nochmal ein weiterer... War hier nicht... Ja, doch, ein Materia-Slot. Den geben wir ihm auch. So. Und Tifa darf auch nochmal ran.
Was hat sie hier noch? TP Maximum plus 100. Ja, komm. Dann ist die Waffe ausgerüstet und gut. So, dann wollen wir Barrett doch gleich nochmal eine neue Materie in die Hand drücken. Was haben wir denn hier so alles? Glut, Frost, Gewitter, Barriere. Barriere hat noch keiner. Dann bekommt er definitiv Barriere. So. Weil dann kann er nämlich Protest casten. Das ist auch herrlich. Oh, hier können wir uns nochmal kurz ein bisschen ausruhen. Das ist auch wunderbar. Süße Musik. So. Dann wollen wir jetzt endlich mal langsam zum Reaktor laufen. Hallo! Ist hier jemand? Ja, hier sind Menschen. Hallo Menschen! So. Magie hat er noch nicht. Jetzt hat er Magie. Magie! Feuer! Okay, nehmen wir den kleinen Feuer auf ihn. Alter. Auto-Vita, nächste Stufe erreicht. Das ist schön. So, einmal mal die Tische. Können wir die Tische mitnehmen? Ja, doch, das sah ganz. Nee, ich glaube dadurch, dass wir hier. Ja, wir nehmen den Tisch mit. Wo ist der Tisch? Da ist der Tisch. Ich gehe nirgendwo ohne meinen Tisch. So. Jetzt ist er eine Etage tiefer. Ach, scheiße. Komm ich da nochmal dran? Ich will zu meinem Tisch. Der Tisch? Achso. Halt die Augen nach unserem treuen Freund auf. Er zeigt dir, wo der Geheimgang ist. Ja, ich hab den schon gesehen. Der ist da drüben. Oh. Wir sind hier im Abschnitt E. Das ist doch da, wo hier der Dude seinen komischen Mega-Häcksler-Roboter auspacken wollte. Dann öffnen wir doch erstmal die Kisten. Und was bist du denn für ein hässliches Ding? Bist du der super krass Mega-Roboter-Geheimwaffen-Ding? Ja. Ah ne, ich dachte gerade, das wäre eine Sackgasse. Entdeckung! Das stand nicht im Plan! Verzieh dich, Schrotter! So, ich freue mich jetzt mal ganz kurz weg. Oh, wir können nur Beine angreifen. Beine angreifen ist gut. Sind schnell weg hier. Was sollen wir tun? Zielt auf die Beine, wir stürzen ihn. Ja, finde ich super. Beine hacken ist gut. Schlaut, er zielt auf dich. Das ist mir jetzt egal. Ich lenke ihn auf mich. Greift ihn an. So, Cloud hat seine Fähigkeiten voll. Dann brauchen wir auf jeden Fall mal eine Analyse. Um mal zu gucken. Blitz war ja schon fast klar. Oh, der hat ja Raketenwerfer. Wie dreckig. Magie, Blitz auf eins der Beinchen. Ja, schon direkt das Vorderbein. Was soll's? Ja, voll. So, der geht im Schock, sobald er... Sobald er im Schock ist, das ist ausgezeichnet. Dann geben wir ihm doch gleich nochmal direkt einen Blitzladen ins Gesicht. Da ist was gekommen. Das sind Drohnen. Das gefällt mir nicht. Au. Ach, ich vergesse die ganze Zeit, dass das hässliche Etwas. So, wir haben jetzt den Limit Break auf. Wir können jetzt
Tief zu beschwören, das ist gut. Das ist sehr gut. Dann holen wir uns bei dem Ifrit. Hallo! Hallo, mein Freund! Tob dich aus! Genau, tob dich aus! So, ausgezeichnet. Wir nutzen jetzt mal die ATB-Balken der anderen. Ein Flächenangriff mit Feuerschaden, der auch Gegner im Umkreis macht. Ja, dann würde ich mal sagen, aber auch zum Blinker Hinterbein. Roms. Genau deswegen. Entfesselung. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber egal. Auch hier haben wir nochmal die Möglichkeit, ein bisschen Esper zu machen. Feuersbrunst. Das klingt gut. Ja, das ist zu viel für einen einzigen. Ja, komm, dann einfach aufs rechte Hinterbein. Und Cloud, your turn. Magie. Blitz auf den Energiekern. Was ist das? Ich glaube, der ist nicht so ganz durch. Aber wir haben auch gerade keine andere Möglichkeit mehr. Wir haben noch das linke Hinterbein. Magie. Blitz. Oh, wir haben Blitz Ra. Das können wir auf das linke Hinterbein hauen. So. Lief doch. Und wir haben wieder Möglichkeit auf eine neue Magie. Zerstören wir die Panzerung. Blitzer. Dann ist der schutzlos. Na gut, okay. Ausnahmsweise machen wir die Frontpanzerung kaputt. Und jetzt geben wir es nochmal. Nächster Magie. Blitz. Nee, Blitzer reicht den MP nicht mehr aus. Auf die Magie-Tier. Und. Tschüss. Erledigt. Geschieht ihm recht. Weiter. Ja, hier lang. Und Candy, ich muss dir echt recht geben, der Kampf war gut. Der war richtig geil. Es kam beim Kampf zu Störfrequenzen. Und dann ist die Übertragung plötzlich abgebrochen. Was für Störfrequenzen? Gestört haben höchstens eure unfähigen Finger auf dem Schaltpult. Sir, das Analysemodul hat einwandfrei funktioniert. Es kann höchstens sein, dass unser Versuchsobjekt stärker war als angenommen. Diese unruhe Stifter. Die Kameras in Abschnitt E sind ausgefallen. Der Direktor. Ja. Ja. Kein Grund zur Besorgnis. Gewiss nicht. Die Ergebnisse werden uns sogar sehr nützen. Ja, selbstverständlich, Herr Direktor. Wir wissen, wohin diese Ratten wollen. Wenn es nicht an eurem Unvermögen lag, dann liefert mir den Grund für diese Störfrequenzen. Denn wenn ihr das nicht schafft, schicke ich euch als Versuchsobjekte selbst an die Front. Sir. Jetzt guckt doch nicht so. Ich bin doch im Grunde genommen ganz freundlich.
zu Leuten, die mir nützen. Der Gang ist hinter dem Container. Zieht die Bäuche ein. Also, der Heidegger hat auf jeden Fall so ein Problem wie der Joker. Der lacht immer, wenn er in Stress gerät. Oh, Barrett K.O. Passt ja nicht durch. Sind seine Muskeln zu steif? Reaktor 1 auch mit so großen Kampfmaschinen rumschlagen? Ja, eines sah aus wie ein Skorpion. Das ist richtig. Womit könnte man das vergleichen? Ja, gute Frage. Mit einem Nashornkäfer. Völlig egal. So, wo sind wir denn? Da nicht? Ah, da. Da geht's lang. Sieht auch hier schon viel besser aus. Irgendwie weniger bewacht. Ja, fast, ne? Oh, das ist ja ausgezeichnet. Der Aufzug. Ich glaube, der führt uns direkt zum Reaktor. Oder in die nächste Kampfphase. Ich weiß es noch nicht. Lästig. Ist es längst. So, physische und magische Angriffe. Mit viel Stärke erhöht sich der physische Schaden, den ein Charakter mit Schwert, Schusswaffen und Fäusten verursacht. Okay. Modifikationszurücksetzung setzen ist Chatley, den haben wir schon kennengelernt. Das ist der kleine Pfadfinderjunge. Oh. Müssen wir durch zu Reaktor 5. Ich fürchte, das wird nicht leicht. Für uns alles kein Problem. Da ist der Pfeiler von Reaktor 5. Also wo lang? Plan E über F. G. Und dann H. Oh, noch mehr Ausweichpläne? Nein, wir sind in Abschnitt F. Also über G, weiter zu Abschnitt H. Mit dem Aufzug von Abschnitt H kommen wir bis kurz vor den Reaktor. Dort müsste Vix schon auf uns warten. In den Slums geht der Tag langsam zu Ende. Kommt, gehen wir. Heizen wir Shinra richtig ein. Sehr schön. Noch mehr Räume. Aber auch hier möchte ich nochmal ganz kurz ein bisschen gucken. Wie sehen unsere Lebenspunkte aus? Voll aufgefüllt. Ja, perfekt. Der Moment, welche Stufe haben wir? 15, 14, 15. Alles klar. Ich dachte gerade eben so, what? Wann sind denn die Stufe 50 geworden? Wunschdenken an dieser Stelle. Oh, da muss ich aber echt mal leider ein bisschen Kritik äußern. Das ist jetzt mal... Das ist jetzt mal wirklich eine potthässliche Skymap, die sie dort unten eingebaut haben. Aber passt schon. Dafür sieht der Rest vom Spiel grandios aus. Ohne Netz und doppelten Boden. Sei still und lauf rüber. Einfach nicht nach unten sehen. Genau. Das sagt sich so leicht. Ja gut, wir können ja auch einfach so drüber wandern. Geht's noch schneller? Nee, leider nicht. Hinter dem Tor, da liegt Abschnitt G. War ja schon ein bisschen tief. Aber es sieht alles gut aus. Hinter dem Tor liegt Abschnitt G. Den müssen wir natürlich erst nochmal suchen. Hey, wir müssen hier lang. Ja, ja, ist mir schon klar. Aber trotzdem wissen wir, dass wir hier sicherlich sehr viele Sachen finden. Die Stromzufuhr unterbrochen wurde. Wir müssen uns was einfallen lassen.
gefühlt 3x3 Pixel. Ach so, ja. Stimmt. Hallo, Croissant. Ach, okay. Intuitiv einfach mal das richtige Tor gefunden. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Ja, sehr gut. Hat keinen Zweck. Hier, seht mal. Notfallprotokoll bei Strommangel. Bei unzureichender Stromversorgung Höhenstrahler ausschalten. Mit den Höhenstrahlern sind bestimmt die Sonnen in den Slums gemeint. So nennen wir die Lichter zum Ausleuchten der Slums. Kurz gesagt, wenn wir das Licht da ausschalten, geht das Tor auf? Aber was sollen die Leute in Sektor 4 ohne das zusätzliche Licht machen? Sobald wir den Reaktor in die Luft jagen, gehen die Strahler so oder so aus. Ja, hast recht. Gehen wir zurück. Anscheinend wird der ganze Strom hier für die Sonnen der Slums verwendet. Entweder das, oder kein Schwein kümmert sich um die Wartung der Anlage. Das Licht erleichtert uns das Leben. Aber wenn man an all das Marco denkt, das dafür nötig ist. Ich dachte hier gerade so, yay, gehe ich hier mal runter. Und dann auf einmal kommt dieser Moment, wo ich in die Blickrichtung der Kamera drücke. Und denke so, ja, okay, da, so komme ich runter. Und auf einmal so schwuppdiwupp, wow, ist das Ding von aus. Hier aus sieht man erstmal, wie riesig so eine Sonne ist. Und der Schalter ist natürlich am Ende der Leiter. Wie? Natürlich. Noch weiter nach oben. Ich übernehme das. Okay, wir warten hier unten. Wow, das ist echt hell. So, wo ist der Schalter? Da drüben war der Schalter. Aber erstmal möchte ich diese Kiste hier mitnehmen. Geil, noch mehr Heiltränke. Was haben wir hier denn? Moment. Ich gehe nochmal auf die andere Seite. Gut, okay, hab's verstanden. Da ist nichts. Dann machen wir hier mal den Schalter aus. Ach, gedrückt halten. Und aus. Stromversorgung wiederhergestellt. Türmechanismen werden aktiviert. Na also, hat geklappt. Danke, Cloud. Goody. Und abwärts. Ich finde das hier blöd, dass ich von vorn, also wenn ich eine Leiter runtergehe, dass ich erstmal in Blickrichtung gehe und auf der Leiter muss ich dann in die entgegengesetzte Richtung drücken, weil sonst bekomme ich keine, ja, bekomme, also laufe ich wieder die Leiter hoch. Das finde ich irgendwie ein bisschen Solche Stellen so, gab es im alten Final Fantasy 7 nebenbei auch. Ja, von hier aus geht es zum Reaktor. Diese Netze. Auch hier hat es sich ganz offensichtlich jemand gemütlich gemacht. Tch, wer weiß, was sich hier sonst noch alles eingenistet hat. Auf dieser Scheißplatte. Lecker, noch mehr von diesem unglaublich appetitlichen Zeugs. Was aber hallo! So, da lebt noch was. Ah, okay. Oh. Moment. Tifa hat irgendeine Statusveränderung. Das sehe ich gerade. Das ist doof. Besiegt, nicht besiegt. Roll! Und blocken. Na gut, oder auch nicht. Dann greifen wir einfach weiter an. So, ich hätte ganz gerne die Minimap zurück. Hallo Minimap. Wo bist du denn? Also, da hinten müssen wir hin. Ja komm, dann laufen wir diesen Weg hier entlang. Das sieht so ein bisschen aus, als ob das der richtige wäre. Außer Betrieb? Sicher auch wegen Strommangels. Sehr gut. Kann uns doch nur recht sein. Ich beschwere mich jedenfalls nicht. Ich mich auch nicht. Keine Gegner ist besser als viele Gegner. So, da haben wir. Seht mal da oben. Die ganzen Abgase werden einfach in die Slums geleitet. Sind es die Abgase, die diese Kreaturen anlocken? Ja, genau wie in den Tunneln. Angezogen vom Marco, das Schimmer abbaut. Giftmüll, lecker. Damit können wir. Nebenbei Giftmüll kann man einsetzen, damit Gegner vergiftet werden.
So, hier ist der Weg. Ist hier nochmal so eine Sonne irgendwie? Ja, da oben ist eine. Alles klar. Noch mehr Strahler. Da vorne leuchtet irgendwas blau. Trotzdem gucke ich hier erstmal ein bisschen. Nein, ich gehe da direkt rüber. Da leuchtet was blau. Sachen, die blau leuchten müssen, wollen aufgehoben werden von uns. Oh. Das ist gemein. Alles okay, Cloud? Ja. Hast wohl auf die Materia geschielt, ja. Was? So nah und doch so fern. Aber die Materia. Der Weg von vorhin ist nun auch versperrt. Ach, irgendwo kommen wir schon weiter. Wir müssen wohl einfach weitersuchen. Vielleicht finden wir ja auch einen Weg zu dieser Materia. Das wäre spitze. Gucken wir doch mal. Die Map ist doch sicherlich offen. Da ist die Materia. Ah. Okay. Ich glaube, ich sehe, was hier los ist. Das ist nochmal ein anderer Abschnitt. Zu dem kommen wir wirklich nur über einen gewissen Umweg anscheinend. Das ist gut zu wissen. Aber warum ist denn die Minimap jetzt aus? Habe ich die aus Versehen ausgeschaltet? Tatsache, mit L2 schaltet man die aus. Ich wollte schon sagen. Da ist sie einfach verschwunden. Ne, von da sind wir nicht gekommen. Wir sind von der Treppe hochgekommen. Also runtergekommen. Nee. Ach kommt. Da sind zwei Planken und beide könnte ich doch betreten, auch wenn die eine ein bisschen wackeliger aussieht als die andere. Trotzdem muss ich genau auf dieses Feld gehen, um hier drüber zu spazieren. Und kein Millimeter daneben. Also, Schock sollte es schaffen, weil 100%, das ist cool. Wo ist der nächste? Da ist der nächste. So. Wie war denn das nochmal bei denen? Die waren... Eis war das. Dann gehen wir doch mal... Ach, die sind noch gar nicht so weit. Nee. Ja, dann soll Feuer auch reichen. Hauptsache, die sind einmal kurz im Schock. Ist hier noch irgendwas? Oh, ich hab noch eine drüben. Ich weiß, hat noch was rum. Miau. Da kommen. Charge, Cloud. Charge. Wenn man in einem Labyrinth ist, muss man nur fest daran glauben, dass man den Weg hinausfindet. Ja. Der Satz ist aus einem Bilderbuch, oder? Ja, Lenchens Lieblingsbuch. Sie hat es so gern, dass ich es schon in- und auswendig kann. Sehr cute. Das Leben ist ein Labyrinth, heißt es, nicht wahr? Ich habe es ihr auch schon oft vorgelesen. So, aber hier muss doch irgendwo noch ein Weg sein. Vielleicht war es doch die Treppe da drüben. Und ich habe das voll nicht gerafft. Hui, guck mal. Türchen hoch. So, dann gehen wir nochmal hier hoch. Ich bin der Meinung, wir sind von hier gekommen. Überprüfen. Oder auch nicht. Also, Cloud kann 5 Meter hoch oder 50 Meter hoch springen. Wo sind wir jetzt eigentlich? Mal sehen. Wir wollen zum Reaktor und der liegt hinter Abschnitt H. Ja. Unser Problem? Von hier scheint kein direkter Weg dorthin zu führen. Na, dann müssen wir halt einen Umweg in Kauf nehmen. Den würde ich mir gern sparen. Irgendwie müssen wir doch dahin gelangen. Da an der Wand entlang. Lasst es uns einfach mal versuchen. Mit einem Orientierungspunkt klappt's bestimmt besser. Da hast du recht. Also steuern wir diese riesigen Lüftungsschächte an? Wenigstens sind die schwer aus den Augen zu verlieren. Okay. Seht mal, der Ventilator da. Als würden die Gase sich auflösen, wenn man sie einfach nur wegpustet. Das ganze giftige Zeug zieht runter in die Slums. Hallöchen, ihr komischen Schlabbelfischen. So. Wieder mal eine Sache, die wir mal eben kurz analysieren können. Den Glugu. Glugu ist blitzempfindlich. Das ist gut.
Nee, jetzt haben wir eigentlich einen. Achso, alle schon besiegt. Stopp hier. So. Dann wollen wir mal gucken, ob wir hier den richtigen Weg haben. Moment. Ah, wir haben hier verschiedene Ebenen. Das muss man auch einmal. Auf der untersten ist die Materia scheinbar. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir hier irgendwie rüberkommen. Da wollen wir ja sowieso hin. Das ist perfekt. Riesiges Labyrinth. Ah, da geht's weiter. Wieder eine Ebene weiter runter oder so. Oh, seht mal. Vielleicht kommen wir auf das Rohr da oben rauf. Ja, könnte klappen. Das klingt gut. Einfach rauf auf das Röhrchen. Ich habe keine Angst. Ein Fuß vor den anderen. Schön vorsichtig. Herr Barrett. Immer nur nach vorne. Nicht runterkommen. Da, jetzt habe ich runtergekommen. Ganz einfach. Du bist eins mit der Macht. Die Macht ist mit dir. Junge, Junge. Bei dem Dröhnen wird man ja taub. Angst gekriegt? Ich doch nicht. Passt gut auf, dass ihr beiden dünnen Hühnchen nicht weggepustet werdet. Oh, Barrett, guck nach vorn und lauf. Ja. Mir nach, Leute. Wow, ganz schön zugig hier, was? Ja. Bisschen zu zugig, finde ich. Schön vorsichtig, okay? Ja. Ich folge einfach Tifas Hintern. Sorry. Da muss ich nicht hingucken. Hauptsache, man hat einen Fixpunkt. Okay, das sieht mir ein bisschen gefährlich hier aus an der Stelle. Was ist denn das? Da am Lüftungsschacht. Wo? Wovon redet sie? Ich konnte es nicht sehen. Ich will es aber sehen. Na gut. Seite geschafft. Der Stress hat mich glatt ein paar Jahre Lebenszeit gekostet. Obwohl, höchstens ein paar Sekunden. Ja, schon klar, Junge. Du hast es ja nicht so mit Stress. So. Gut. Gucken wir uns mal einmal die Map an. Da können wir hin, aber hier bewegt sich ein Fall in diese Richtung. Ah, das ist der Aufzug, zu dem wir wollten. Das ist perfekt. Den nehmen wir aber nicht direkt, sondern wir gehen dann hier so. Wir versuchen diese Materie hier zu bekommen. Aber nicht jetzt, sondern in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis gleich, bald oder so.